Heute nehmen wir euch mit auf den Weihnachtsmarkt in Zug. Noch ist auch nicht beleuchtet, aber wir gehen noch erstmal einkaufen. Jetzt leuchtet der Tannenbaum auch. Wir sind fertig mit Einkaufen, haben also für die nächste Woche auch wieder was zu essen. Und jetzt geht's weiter zum Weihnachtsmarkt. Pünktlich zum Weihnachtsmarkt fängt es auch an zu schneien hier im Zug. Ein großes Partyzelt haben wir auch. Weil viele auch immer fragen, also so ein Punsch alkoholfrei ist auch fast Normalpreis, 5 Schweizer Franken und so ein Glühwein kostet 7. Das war der kurze Bereich am Postplatz, jetzt geht's hier in den Gassen weiter. Heiße Maronis gibt's ja auch. Leckereien aus Italien. Richtig hübsch hier zwischen den ganzen alten Häusern. Tobi probiert scharfe Soßen. Und? Scharf ist es schon. Großer Vorteil in der Schweiz ist wirklich in jeder Stadt stehen so Brunnen. Es ist immer Trinkwasser. Armbrotzeit, es gibt heute Wurst. Und für Maria Empanadas. Zuge Après-Schieber ist das, wo hier das Partyzelt steht. Da gibt es den heißen Apero für 7 Franken, den Glühwein für 7 Franken oder den alkoholfreien Punsch für 5. Für die kleine Stadt einen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt geht ungefähr 2 Wochenenden. Ist halt wirklich klein und schnuckelig, aber ganz süße Sachen auf jeden Fall. Auch viele selbstgemachte Sachen, beziehungsweise alles halt hier aus der Gegend. Und um nochmal einen Glühwein zu trinken oder für eine Bratwurst, das reicht es auf jeden Fall. Es schneit jetzt richtig doll. Wir sind zu Hause. Morgen früh ist bestimmt alles weiß. Zwei Wochen nach dem anderen Weihnachtsmarkt gibt es im Zug jetzt eine X-Mess-Line, die Bahnhofstraße lang. Da schauen wir jetzt mal hin. So sieht das dann aus. Überall kleine Stände an der Straße. Gibt es dann was Leckeres? Zwischen den Tannenbäumen gibt es den Glühwein. Und dann gibt es so Stände wie hinter uns mit Schmuck oder hier mit Handwerkszeug und ein weiter dann Leder. Und dann kommen jetzt die Fressbuden. Wie hier den finnischen Flögi. Dann ein bisschen was aus Ton und hier ganz viel schöne Weihnachtsdeko.